Also herzlich willkommen nochmal offiziell. Ich freue mich, ganz lange angekündigt. Angelika, ganz, ganz, ganz lieben Dank an dich, dass du ja diese ganze Quatsch mit uns mitmachst. Ich freue mich sehr, Renata. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Meine wundervolle, liebe Community, die sind natürlich schon ganz, ganz gespannt. Ich habe sie schon letzte Woche heiß gemacht, ein bisschen auf deine Farben. Und heute war ich in Bülsner bei Karlsruhe und habe dort ein Seminar gegeben. Und schöne Grüße von Marion. Sie war ja in meinem Kurs und sie hat gesagt, sie hat dich letzte Wochenende erlebt. Und war bei dir bei der Petra im Kurs, also bei der Petra in der Akademie. Und hat von den Farben auch geschwärmt. Und ich würde sagen, die Gabi sagt, die hört gar nichts. Gibt es noch irgendwie Probleme mit jemandem anderen, die nicht hören? Mhm. Also alle hören mich. Der Gabi, dann musst du vielleicht bei dir einfach den Mikrofon anschalten. Oder schreib doch mal bitte der Gabi, die soll mal ihre Tonwert einfach nach oben schieben. Weil mich hören alle offensichtlich. Also ich hoffe, ihr habt keine Rückkopplung oder sonst was. Ja, also als allererstes, warum ich die Angelika eingeladen habe, weil ich ja selber total von den Farben begeistert bin und die Angelika hat mir die Farben schon geschickt zum Ausprobieren und ich bin ja fleißig dabei, tolle Videos für euch zu drehen mit den Farben, aber dazu dann ein bisschen mehr in später. Und als erstes, ihr kennt das schon von mir oder viele haben schon auch beim ersten oder zweiten Mal dabei, waren dabei und haben es mitbekommen, dass wir einfach mal so ab und zu in meinem liebenvollen Community so einen Experten einladen und diesmal haben wir eben die Angelika. Und ich würde mal sagen, Angelika, du kannst mal ein bisschen erzählen, woher kommst du, wie haben wir beide uns kennengelernt und erzähl mal, was macht dich so aus? Ja, also ich begrüße euch hier aus der Kunstfabrik in Wien. Ich habe jetzt gerade einen Workshop, 4 Tage, also 2 Tage haben wir abgeschlossen. Darum seht ihr da im Hintergrund das Atelier und die ganzen Farben und die Sachen, die da stehen. Und unser Thema ist tatsächlich Aquarellik, abstrakter Realismus. Also wir arbeiten nur mit den Aquarellik-Color, nicht mit den Aquarellik-Acrylfarben. Aber ich glaube, um die geht es ja heute. Genau. Renata, wie haben wir uns kennengelernt? Ich muss jetzt gerade überlegen. Also ich glaube, getroffen haben wir uns hier das erste Mal in Wien. Ja, genau. Wir haben uns zeitgleich einen Workshop. Genau. Da haben wir uns kennengelernt, gelesen und haben wir, glaube ich, einiges vorher schon voneinander. Vom Namen her haben wir uns gekannt. Genau. Und ja, du bist ja sehr experimentierfreudig und hast dadurch die Farben einfach ausprobiert. Und genau, ich bin dann auf die Angelika dann zugegangen, als ich eben in Wien war. Schöne Grüße an Michaela und Bianca übrigens. Mache ich gerne. Und als ich dann in der Kunstfabrik Wien war, habe ich gesagt, na endlich treffe ich die Frau, ich wollte dich schon längst besuchen. Da war sie plötzlich, ich wusste es ja nicht mal. Und dann haben wir mal gleich gesagt, wir müssen was zusammen machen und so sitzen wir jetzt hier. Ja, ich habe... Vorfeld der Angelika schon ein paar Fragen von euch geschickt und ich moderiere so ein bisschen das Erste, was mich tatsächlich auch mal auf deine Homepage, als ich das gelesen habe, ein bisschen auch schon fasziniert hat, wie du überhaupt auf das Thema Aquarellikfarben gekommen bist. Das ist schon sehr interessant. Erzähl mal. Ja, ich glaube, ich erzähle mal ein bisschen über mich. Also Ja, genau, dass ihr auch wisst, wie ich angefangen habe. Ich habe vor gut 20 Jahren angefangen, mich mit der Malerei zu beschäftigen. Und ja, war immer sehr, sehr experimentierfreudig. Also ich habe wirklich eine Unzahl an Farben ausprobiert, an Marken. Und das war mir einfach selber immer ganz wichtig, alle verschiedenen Farben zu probieren. Und ich war einfach nie zufrieden.
Es war einfach nie die optimale Farbe für mich. Ich arbeite sehr gerne mit Wasser, ich schütte gerne, ich arbeite gerne in lasierenden Schichten. Und da ist dann irgendwann mal der Gedanke gekommen, was wäre es, wenn es eine Farbe gäbe, die wirklich jeder Künstler verwenden kann. Also unsere Idee dahinter ist, dass wir nicht den Malstil eines Künstlers verändern wollen, sondern wir wollen ihm die Möglichkeit geben, dass wir eine Farbe schaffen oder die wir jetzt schon geschaffen haben, die wirklich jeder dazu kombinieren kann. Also das ist auch in den Fragen schon drin gestanden. Ihr könnt diese Farbe wirklich mit allen anderen Farben kombinieren. Es gibt keine Farbe, die sich mit Aquarellik nicht versteht. Und ja, wir haben halt experimentiert und das war wirklich über mehrere Jahre ist das gegangen, bis wir diese Aquarellic Color wirklich so hatten, wie wir sie wollten. Und ich habe sie anfangs eigentlich nur für mich im Kurs verwendet. Ich hatte sie dabei, die Leute waren begeistert, haben es ausprobiert und habe sie dann am Anfang noch händisch für jeden gemischt und abgefüllt. Und das war ein irrsinniger Aufwand. Und irgendwann mal 2020 hat mein Team, das ist die Julia und der Philipp, gemeinsam mit mir entschieden, komm, jetzt mach mal Homepage. Dann haben wir den ersten Online-Shop gegründet. Und dieser Online-Shop, der hatte so viele Zugriffe, dass der immer wieder zusammengebrochen ist. Das hat dann nicht funktioniert. Also wir haben so viele zufriedene Kunden. Wir haben auch noch nie eine Farbe zurückbekommen. Es hat noch nie eine Farbe zurückgeschickt und gesagt, ich bin damit nicht zufrieden. Und darum haben wir das Ganze dann wirklich noch professioneller aufgebaut. Wir haben die Flasche selber neu designt, neu gestaltet. Da steckt viel Marketing auch dahinter. Wir haben einen Online-Shop professionell machen lassen und haben dann 2021 im Oktober die Aquarellic GmbH gegründet. Und ja, das Ding läuft und wir bekommen, das Schönste ist einfach das Feedback, was wir von den Kunden bekommen. Die schicken uns Bilder, die schicken uns ihre Arbeiten und haben auch Fragen. Also uns ist auch ganz wichtig der persönliche Kontakt, dass wir auch jede Farbe beantworten. Und es ist einfach, ja, wunderschön, dass das so funktioniert und alle auch so begeistert sind, wie ich das als Künstlerin auch bin und auch meine vielen, vielen Kursteilnehmer. Ja, so ist Aquarellic entstanden. Und die Aquarellic-Farbe ist wirklich eine Farbe, die es so nicht gibt auf dem Markt. Also wir sind die Einzigen, die dieses Aquarellic-Bindemittel haben, weil wir es auch selber entwickelt haben. Und da gibt es nichts Vergleichbares. Und ich glaube, das Wichtigste für euch Künstler ist es zu wissen, dass man sie wirklich für alles verwenden kann. Man kann sie mit Acrylfarben mischen, man kann sie mit Ölfarben mischen, Schicht für Schicht, man kann aquarellieren damit, man kann einfach alles machen. Ich ja, weiß nicht, was nicht geht. Man kann sie auf jedem Untergrund verwenden, also Leinwände, Papier, Holz, Glas, Aluminium. Zum Teil muss man es vielleicht ein bisschen vorgrundieren. Ja, da bin ich jetzt schon ganz gespannt auf eure Fragen, was ihr alles wissen wollt dazu. Ja, apropos Fragen, ich habe hier, ich sehe gerade mal hier im Chat, ihr könnt mal vielleicht mal also ich habe ein paar Fragen an die Angelika schon gesammelt. Ich werde mal das jetzt einfach so ein bisschen moderieren, aber für euch noch Info, ihr könnt sehr, sehr gerne nochmal Fragen ins Chat schreiben, dann gehen wir nochmal nachher durch. Oder wenn ihr mal zwischendurch eine wichtige Frage habt, dann einfach mit dem Handzeichen unten bei den Reaktionen sind dann die Handzeichen, dann kann ich nochmal drauf eingehen. Aber du hast es jetzt gerade so angesprochen und das führt mich natürlich zu der nächsten Frage. Was sind eigentlich Aquarellikfarben oder besser gesagt, womit unterscheiden die sich von normalen Acrylfarben, die wir natürlich kennen, ja von Lascaux oder von Lucas oder auch bei euch gibt es ja auch Acrylfarben. Womit unterscheiden sie sich, wenn ich jetzt wirklich mal vor dem Shop bei euch bin und ja, Aquarellik und Acryl, wo ist der Unterschied?
Es ist ein ganz ein anderes Bindemittel. Also ihr könnt euch das so vorstellen, es gibt Acrylfarben mit Acrylbindemittel. Es gibt die Ölfarben auf Leinölbasis, es gibt die Aquarellfarben und es gibt eben jetzt neu die Aquarellfarbe, die Aquarellcolor mit dem Aquarellbindemittel. Das ist einfach eine neue Farbkategorie. Das kann man nicht vergleichen mit Acryl. Sie ist auch viel flüssiger und sämiger in der Konsistenz. Sie verhält sich anders. Wir haben darum bei uns auf der Webseite, auch wenn ihr auf die Farben klickt, es gibt überall ein Video dazu, ein Kurzvideo, wo man sieht, wie die Farbe fließt, wenn man sie verspachtelt, wenn man sie verpinselt. Dass man, also wenn man dieses Video anschaut, dann sieht man das einfach, dass sie anders ist von der Konsistenz her und von der Verarbeitung. Also es ist einfach eine neue Farbkategorie mit einem eigens geschaffenen Bindemittel. Super. Einfach ausprobieren. Ja, darum geht es, genau. Mhm. Ja, die Farben, das erübrigt schon sich wahrscheinlich die Frage, wo werden die Farben hergestellt? Wahrscheinlich kriegst du demnächst Farben, riesige, also in Österreich, und demnächst kriegst du eine riesige Fabrik wahrscheinlich, oder? Ja. Also wir mischen die Farben selber im Haus, wir füllen sie selber ab, wir etikettieren sie selber. Es ist alles wirklich aus Österreich. Verpackungsmaterialien kommen zum Teil aus der Schweiz. Also wir schauen auch sehr darauf, dass die ganzen Materialien aus der Umgebung kommen. Also darauf legen wir wirklich großen Wert. Okay. Die Nachfrage ist sehr groß. Wir müssen unsere Produktion vergrößern. Es gibt jetzt eine größere Halle. Es wird nur die Produktion vergrößern. Also es steht uns da ganz, ganz viel bevor. Das glaube ich. Ja. Okay, momentan 24/7. Das glaube ich. Also ihr werdet irgendwann einfach sehr groß expandieren, weil die Farben sind auf jeden Fall sehr, sehr. Ja, wir haben auch wirklich international ganz viele Anfragen. Das glaube ich. Mhm. Dann komme ich nochmal zu einer weiteren Frage, und zwar viele von uns, die ja hier da sind, die arbeiten natürlich sehr gerne mit Strukturen. Obwohl das ja Marmomehlstruktur, das sind Sumpfkalkstruktur oder XL-Köckelpaste von Stefanie, da kennst du bestimmt auch. Ja. Oder auch ganz normale Sand und so weiter. Wie kann ich die Aquarellfarben auch ineinander in die Struktur zum Beispiel von Bösner mischen oder kannst du so eine Lasur drüber machen? Nein, du kannst sie mischen. Du kannst sie mit jeder Strukturpaste mischen. Wenn die Farbe sozusagen einzufärben dann. Ja, natürlich, das ist möglich. Was aber auch schön ist, wenn du die Struktur machst und du machst nachher die Aquarellfarbe als Schicht drüber, das gibt auch wunderbare Effekte, weil das Pigment von der Aquarellfarbe, das ist schwerer wie das Bindemittel. Also man sieht dann auch, vielleicht habe ich hier eine Flasche, wo ich euch das zeigen kann. Ja, hier sieht man es gut. Ist zum Beispiel das Ozeanblau, seht ihr das? Ja. Also das Pigment, das sinkt ab und das ist das Bindemittel. Also man muss die Farben vor Gebrauch immer schütteln. Ja. Bitte? Aufschütteln, ne? Genau. Schütteln, genau. Man muss die Farben. Das ist genau das, was ich gemerkt habe, auch im Zuge der Videodreh jetzt für euch, dass man wirklich die Farbe schütten muss. Und was du jetzt gerade auch gesagt hast, Farbe sämiger ist. Das stimmt. Die ist in Konsistenz nicht nur ein bisschen flüssiger, sondern das ist das Wort, was ich eigentlich immer gesucht habe, sämiger. Die verteilt sich irgendwie leichter. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig verstanden habe. Also die Farbe ist nicht nur zum Schütten, gell? Ja, ja, du hast klar. Schütteln, oder? Ja, die Farbe schütteln. Schütteln. Schütteln, genau. Ich war vorher bei der Struktur. Also wenn ich jetzt die Farbe auf die Struktur drauf pinsel zum Beispiel und ich verwende ein bisschen Wasser oder du schütterst sie drauf, dann hat sie den schönen Effekt, dass das Pigment in der Struktur ein bisschen absinkt und dann gibt es so wunderschöne Effekte. Ich glaube, Renata, das hast du vielleicht schon probiert. Ja, natürlich. Das ist auch das, was die Leute lieben. Wenn ich das mit Acrylfarbe mache, bekomme ich nicht den gleichen Effekt, wie wenn ich es mit der Aquarellfarbe mache. Ja, mit Acrylfarbe ist es ja so, dass ich sowieso meinen Teilnehmern meiner Seminare immer sage,
wenn wir mit Struktur und Acrylfarbe arbeiten, dann sollten wir die Acrylfarbe verdünnen, weil sonst decken wir im Prinzip mit dem Bindemittel, der ja in jeder Acrylfarbe vorhanden ist, decken wir die wunderschönen Risse von der Struktur ab. Genau. Das wollen wir natürlich nicht. Und von dem her ist es natürlich so, dass bei dir sind die Farben wahrscheinlich, dadurch, dass sie schon flüssiger sind, decken sie ja diese wunderbaren Risse nicht zu, oder? Ja, genau. Also das Pigment geht dann wirklich in diese Strukturen rein. Das schaut dann ganz schön aus. Sie lässt sich auch sehr stark verdünnen, also weil sie wirklich höchst pigmentiert ist. Also man braucht irrsinnig wenig. Man hat das Gefühl, also man muss probieren. Ich verdünne, wenn ich so eine Schüttung auf Struktur mache, dann gebe ich maximal ein Teil Farbe und drei Teile Wasser rein, vom Mischverhältnis her. Also es muss wirklich nicht stärker sein. Ja, da hast du jetzt gerade mal im Prinzip meine weitere Frage beantwortet. Wie würdest du denn genau die Lasuren für die Farbe oder bei den Lasuren mit dieser Farbe vorgehen? Sollte man das mit Wasser verdünnen oder direkt auf die Leinwand drauf machen, da die Farben sowieso dünnflüssiger sind? Übrigens, warum sind sie eigentlich dünnflüssiger? Was ist dann Besondere daran? Warum sie dünnflüssig sind? Ja. Ja, das ist eben die Art des Acrylic-Bindemittel. Okay. Die ist einfach flüssiger von dem her. Und das hat wahrscheinlich, also das hat sicher auch damit zu tun, weil ich gerne in Lasuren arbeite. Weil die Farbe ist ja aus meiner Arbeitsweise auch entstanden. Man kann sie aber natürlich auch pur pinseln, man kann sie auch spachteln. Sie ist einfach dünner. Was auch noch schön ist, je purer die Farbe ist, also wenn sie pur ist, dann trocknet sie glänzend auf. Und sobald Wasser dabei ist oder etwas mehr Wasser, trocknet sie seidenmatt auf. Dadurch haben wir wieder zwei verschiedene Effekte, was irrsinnig Spannung in das Bild bringen. Das kann ich bestätigen, das habe ich schon gemerkt in meinen letzten Bilderbearbeitung, dass die Farbe wahnsinnige, wunderschöne Glanz hat, aber auch nicht diese Glanz, wo man denkt, okay, das ist so wie Plastik, wo man, viele von euch kennen das bestimmt, wenn wir mal die Sumpfkalk, Farmumel-Mischmasse dann nachher mit K9 gesichert haben, dann, und wenn es zu viel K9 ist, dann haben wir dann so eine Plastiküberzug. Das ist jetzt hier überhaupt nicht der Fall, die glänzt wirklich so. Ja, wunderschön, also so einfach schön. Nächste Frage, was ich auch mal von dir bekommen habe und das ausprobiert habe und bin total begeistert, ist die Kreidefarbe. Erzähl mir ein bisschen mehr von der Kreidefarbe. Was ist das Besondere an der Kreidefarbe? Das ist ja schon, wie der Name wahrscheinlich sagt, aus Kreide gemacht. Es ist nicht pur weiß, aber doch weiß, ne? Aber so ein bisschen gebrochen weiß. Wunderschön, auch als Lasur sehr schön. Wunderschöne Effekte, aber was ist das Besondere daran? Ja, das Besondere ist, wie sie sich verhält. Also du hast schon gesprochen jetzt von einer Lasur oder wie man schüttet. Sie kreidet regelrecht aus. Also es gibt so einen, ich sage immer so einen fluffigen, schönen Effekt. Ich habe früher immer, wenn ich was Weißes gebraucht habe, was Deckendes, habe ich mit Gesso gearbeitet. Gesso ist speckig und ist dick. Und die Kreidefarbe, die ist einfach von der Konsistenz her, ja, sie lässt sich einfach, ich kann sie pur verwenden, wenn ich was total abdecken will, oder ich kann sie verdünnt schütten. Und dann hat sie eben diesen fluffigen Effekt. Da findet ihr bei uns auf der Homepage unter der Kategorie Kreidefarbe Weiß, da gibt es ein Bild dazu, ein Foto, wo ich auf schwarzem Untergrund nur mit der Kreidefarbe so eine riesengroße weiße Blüte gemacht habe. Und das ist eigentlich, wenn man es anschaut, das glaubt man fast gar nicht. Also das sind einfach, ich lege die Blütenblätter nacheinander an und dann entstehen diese Kanten und Spuren und eben dieses Fluffige. Also das könnt ihr euch gern anschauen. Die Kreidefarbe ist unser absoluter Bestseller. Also die kaufen die Leute immer bei jeder Bestellung mit, weil sie einfach so besonders ist. Ja, wir haben bei den Acrylfarben natürlich auch Weiß, Porzellanweiß, Creme, also verschiedene 4 oder 5 Weißtöne.
Aber die Kreidefarbe ist einfach nochmals anders wie die Acrylfarbe. Also ich habe die Kreidefarbe jetzt gerade letzte Zeit auf einem schwarzen Untergrund ausprobiert. Genau. Auf der Leinwand und auf dem normalen Malkarton von Bösner. Und dann habe ich sie einmal so richtig pastos aufgetragen und einmal so mit Wasser verdünnt. Und wie du sagst, das ist auch ein wunderschönes Wort für die Umschreibung, die kreidet aus. Das ist tatsächlich, ja. Das ist so, ja, genau. Ich kann es gar nicht beschreiben, es ist einfach ein wunderschöner Effekt auch. Und sie hat nachher, wenn sie trocken ist, die Oberfläche, die ist nicht platt, die ist nicht glatt. Das heißt, wenn ich nachher wieder mit Materialien oder mit Farbe drüber gehe, dann saugt es wieder ein bisschen, dann gibt es wieder einen schönen Effekt. Durch das, dass sie nicht so glatt ist wie eine normale weiße Farbe oder wie zum Beispiel das Gesso. Super. Ja? Ich habe da heute mit den Teilnehmern was gemacht, das zeige ich euch schnell. Ja. Und zwar habe ich hier auf einem Steinpapier, das kennt ihr vielleicht, sieht man es, Renata? Ja, genau. Also ihr könnt auf dem gerne Stein auch bei euch auf oben rechts da, wo die Uhrzeit läuft, und wenn ihr da drauf druckt, dann könnt ihr mal, da habt ihr wahrscheinlich die Galerie, das seht ihr alle, und wenn ihr mal da oben auf Sprecher druckt, dann habt ihr mal die Angelika da und dann könnt ihr das, was sie gemacht hat, nochmal in Großformat sehen. Also es ist nicht fertig, das ist jetzt nur, da habe ich auf dieses Steinpapier, also das ist ein Papier, das man wirklich in Wasser tauchen kann, das ist unzerstörbar, habe ich unsere Spachtelmasse aufgetragen. Die ist auch was Besonderes, weil die Spachtelmasse, die ist dann nicht glatt. Viele Spachtelmassen sind nachher glatt und wenn man sie wieder übermalt, hat man das Gefühl, da ist wie ein Fremdkörper drauf, wie ein Fremdkörper drunter. Und habe dann auf die nasse Spachtelmasse die Aquarellfarbe nur drauf geleert, aber ganz dünn. Und da sieht man das, glaube ich, ein bisschen, wie sich das Pigment in den Tiefen absetzt und oben wieder die Spachtelmasse rauskommt. Ja, das also wäre meine nächste Frage. Du hast mir auch die Spachtelmasse geschickt zum Ausprobieren. Super schön. Da hätte ich noch mal Frage zum Spachtelmasse. Ist die, wie würdest du sie anwenden? Kann ich sie auch richtig dick, so wie Marmormehl, Sumpfkalkmasse auf das Bild auftragen? Und wenn ja, bricht sie dann auseinander während dem Trocknungsprozess oder wie verhält sie sich? Je dicker du die Spachtelmasse aufträgst, desto eher entstehen Risse. Mit Wärmeeinwirkung entstehen natürlich noch mehr Risse. Wie mischst du die? Mischen tue ich sie nicht. Nee, weil du meinst, du mischst sie zum. Ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung. Nein, genau, jetzt haben wir sie. Wenn du sie aufträgst auf das Bild, je dicker sie aufgetragen wird, desto mehr Risse entstehen. Mhm. Und wenn ich noch das Ganze föhne mit Wärmeeinwirkung, dann sind die Risse noch größer. Also sie reißt schon, je dicker das Ganze ist. Aber wenn sie mal trocken ist, dann hält sie wie Stein. Also sie fällt nicht runter. Sie hat eine ganz tolle Klebkraft. Mhm. Und ja, ist eigentlich ganz einfach anwendbar. Okay, also so, das heißt, genau. Sie hält sich tatsächlich so ein bisschen auch ähnlich wie andere Spachtelmassen, die dann, wenn sie dick aufgetragen werden, tut sie es auch dicker trocknen oder sind einfach dicker. Und das Schöne ist einfach, dass sie nachher, wenn sie trocken ist, nicht glatt, nicht die Poren zumacht, oder? Du kannst nachher wieder die Aquarellfarbe, die Aquarellcolor drüber pinseln oder drüber schütten. Also die Spachtelmasse hat nachher noch eine leicht saugende Wirkung. Okay, dann habe ich noch mal hier heute eine Frage bekommen per Chat. Und da steht es, was mich bei den Aquarellfarben interessieren würde, wie deckend sind sie? Und ob man die Farbe verdünnt auch mit Sumpfkalk sichern kann? Also mit Sumpfkalk kann ich mir vorstellen, ich glaube, das musst du probieren, Renata, da bist du die Spezialistin. Aber kann ich mir gut vorstellen, dass das funktioniert. Und was war die vorige Frage noch? Vorherige Frage war, wie deckend sind die? Ja, sie sind halbdeckend.
Also sie sind halbdeckend. Sind alle halbdeckend, ganz genau. Das hat natürlich auch mit der Konsistenz der Farbe zu tun. Also wenn ich jetzt ein Aquamarin oder dunkle Farbe spachtel, dann ist sie schon deckend. Kommt halt immer darauf an, wie dicht das ich sie auftrage. Mhm. Aber ich verwende sie immer in etwas mit, in der Lasur. Und dann sie ist an sich, sie ist halbdeckend, ja. Also und je heller die Farben sind, wie jetzt zum Beispiel das Malachit oder das Zitronengelb hell, dann ist sie natürlich noch weniger deckend. Bitte? Das liebe ich übrigens, das Malachit. Das ist absolut mein Schön, Liebe. Gell? Darum habe ich es da. Habe ich nicht gewusst, aber ich mag es auch gern. Ja. Silke, ich sehe, du hast eine Frage gestellt. Ja, genau. Wie sind denn die Pinsel zu reinigen? Ist es mit Wasser oder muss man da irgendwie einen Reiniger nehmen? Eigentlich gleich wie bei den Acrylfarben. Also mit Wasser vorauswaschen und dann mit einem Pinselreiniger. Oder ich verwende Pinselseife, einfach wegen der Naturseife und einfach gut auswaschen. Das geht gut raus. Auch wenn man die Farbe an den Händen hat oder so, sie lässt sich ungefähr gleich abwaschen wie eine, sagen wir, wie eine hochpigmentierte Künstlerfarbe, weil da Künstler-Acrylfarbe, weil da gibt es ja auch die Unterschiede. Okay. Je höher dass sie pigmentiert ist, desto mehr muss man das auswaschen. Dann hätte ich noch eine Frage, und zwar ist die Kreidefarbe, muss man die wie Pastellkreide nachher fixieren oder sichern? Oder? Nein. Okay. Wenn sie trocken ist, dann hält sie. Ah, perfekt. Ja. Kreidefarbe ist nur einfach vom Inhalt her und wie sie sich verhält. Also wie ich gesagt habe, dass sie so schön auskreidet und so ist dann auch die Kreidefarbe entstanden, weiß. Okay, super. Danke dir. Gerne, danke. Die Andrea hat noch eine Frage. Ja, hallo. Und zwar habe ich einmal eine Frage, wie lange ist die Trocknungszeit? Und meine zweite Frage ist mit einem Starter-Set, weil die Flaschen sind ja relativ groß und du sagst ja auch, also wahrscheinlich, so wie ich das jetzt raushöre, möchte man auch gerne die großen Flaschen haben, aber zuerst ist es ja immer ganz nett, wenn man das mal so ein bisschen ausprobieren kann. Ja, also das Trocknungsverhalten ist ähnlich wie bei Acrylfarben, ähnlich, wenn ich sie pur verwende. Wir haben ein bisschen einen Trocknungsverzögerer drin, weil ja ich das liebe, die Farbe wieder anzulösen. Also wenn ich was draufpinsel oder was drauf schütt, dass ich es wieder mit der Wassersprühflasche anlösen kann. Also man trägt sie nicht auf und sie ist sofort trocken. Man kann sie irrsinnig gut und lange, also man kann sie nachbearbeiten. Natürlich, wenn ich jetzt eine Schüttung drauflege aufs Bild und dann Becherfarbe drauflege, dann braucht es dementsprechend auch länger zum Trocknen. Also da haben wir eigentlich auch immer gutes Feedback, dass das optimal funktioniert. Auf jeden Fall ist das eher wie Acryl als Ölfarbe zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall. Ja, natürlich. Genau. Und das mit dem Starter-Set? Genau. Bei uns kann man Probiersets bestellen, also entweder Acryl oder Aquarellik. Und da könnt ihr euch 5 Farbtöne auswählen und dann sind es 5x50 ml, die man bestellen kann. Natürlich, der Viertelliter ist von dem her sicher, aber ganz viele also bestellen ein Probierset und kaufen nachher die normalen Größen nach. Darum haben wir das auch gemacht. So, aber da kann ich ja schon vielleicht ein bisschen die Katze aus dem Sack rauslassen. Darf ich noch kurz was vorher sagen? Ja, klar. bezüglich, weil wir auch die Ölfarben gerade angesprochen haben. Also, weil die Ölfarben haben ja lange Trocknungszeit. Und ihr könnt es wirklich, also vielleicht sind einige Ölmaler dabei. Wir haben einen Künstler bei uns im Team, der das immer wieder für uns testet. Also die Farben werden auch immer wieder von Künstlern probiert und für uns getestet, weil ich bin da natürlich vielleicht nicht immer ganz die Richtige, weil ich so verliebt bin in die Farbe und eh schon so überzeugt bin. Bei den Ölfarben, wenn ihr jetzt Öl malt, wir reden von den traditionellen Ölfarben, nicht von den wasservermalbaren, dann kann man direkt drauf, kann man Schicht Aquarellikfarbe pinseln und kann danach wieder Ölfarbe pinseln. Man kann das wirklich Schicht für Schicht anlegen, was der große Vorteil ist, dass das Ganze dann schneller trocknet, sprich man kann schneller weiterarbeiten und die Aquarellikfarbe bleibt elastisch, also die da gibt's keine Risse, da
das funktioniert. Also das ist auch ganz was Besonderes, was die Aquarellfarbe ausmacht. Das heißt, nicht auf die trockene Ölfarbe, sondern die muss auf nicht... Auf die nasse. Auf die nasse. Andrea, kann ich bestätigen, ich habe ja jetzt, du hast ja wahrscheinlich mitbekommen, mit unserem Pigmentseminar habe ich noch so viel Öl und so weiter und habe jetzt tatsächlich mal die Aquarellfarbe auf die Nase Ölfarbe drauf gemacht. Wunderbar. Und dann habe ich noch mal was anderes gemacht, weil ich ja auch die Farben von Lukas, die wasservermalbare Ölfarben mag und habe das auch ausprobiert in den neuen Bildern. Funktioniert genauso. Also es trocknet vielleicht ein bisschen länger durch die Ölfarbe auch, aber es sind wunderbare Effekte, vermischt sich leicht, je nachdem, wie man da auch dann mit dem Pinsel drüber arbeitet. Genau. Ja. Angelika, wir lassen jetzt mal kurz eine kleine Katze aus dem Sack, aber nur die kleine, okay? Zuerst. Okay. Also die kleine Katze aus dem Sack ist es, dass ich jetzt im Hintergrund die wunderbare Aquarellfarben ausprobiere und habe ein neues Seminar angefangen, die Farbe ist eigentlich ja das Programm für dieses Seminar, und zwar, ich habe das auch mal im Titel das ausgearbeitet, das Seminar heißt, die Farbe ist nicht gleich Farbe. Und leider ist die wunderbare Heidi, die jetzt mir dabei auch tatsächlich ein bisschen geholfen hat, das Seminar mit zu vorbereiten, total erkrankt. Die hat heute Grippe. Aber wie ihr mitbekommen habt, ich habe ja mittlerweile ja dieses 1:1 Mentoring, und die Heidi ist mit bei mir im 1:1 Mentoring, und sie hat mit Vorliebe kleine Formate auf verschiedenen Untergründen gemalt, und die hat sie mit mir besprochen. Und irgendwann kam ich dann auf die Idee, Heidi, wir müssen die Aquarellfarben ausprobieren bei den kleinen Formaten. Und so ist es eben halt das Thema Aquarellfarben in einem Seminar zusammengekommen. Und ich habe ja von der Angelika die wunderbare Farben ausprobiert oder bin gerade dabei, auf verschiedenen Untergründen auszuprobieren. Und das heißt, unsere Live-Call ist heute gleichzeitig auch der Startknopf für das Seminar, welches aber erst in April anfängt, also Mitte April. Ich bin gerade dabei, noch verschiedene Videos zu drehen. Ich habe schon 3 verschiedene Serien angefangen, alles mit den Aquarellfarben. Jetzt, nachdem ich ja letztes Wochenende mal auch die Aquarellfarben und Ölfarben ausprobiert habe, und die Angelika hat es ja noch bestätigt, werde ich dann die 4. Serie anfangen mit Ölfarben. Aber alles in kleinen Formaten. Und die kleine Katze aus dem Sack ist es natürlich, dass wir die Aquarellfarben von der Angelika günstiger bekommen für das Seminar, für die Seminarteilnehmer. Selbstverständlich dann mit einem Gutscheincode, der ja in Bestätigung-E-Mail kommt. Und dann bin ich ja noch hart am Verhandeln für euch für nach dem Seminar, für das Inner Circle. Aber das ist die größere Katze, oder? Genau. Die Infos zu dem Seminar bekommt ihr alle im Nachgang an unseren Live-Call wahrscheinlich per E-Mail zugesendet. Ich kann aber auch sehr gerne nochmal nachher in den Chat das reinstellen. Ich würde aber auch sagen, wir gehen jetzt weiter zu den Aquarellfarben. Und zwar habe ich hier noch im Chat ganz viele wunderbare Fragen von euch. Und zwar zu den tollen Farben gibt es auch einen tollen Kundendienst, schreibt die Christine. Kann ich nur bestätigen? Die sind ja typisch österreichisch einfach. Ja. Was soll ich sagen? Ich habe mich in Wien verliebt und in den Österreichern in Wien verliebt. Ne, Heinz? genau, die eine Frage, die der Ewald gestellt hat, ist in den Farben Harz enthalten? Nein. Nein. Klare Ansage.
Dann, meins ist keine Frage, nur Aussage. Wie lange ist die Trocknungszeit? Das haben wir schon angesprochen. Dann hat die Sonja gefragt, kann ich die Farben auch für Pudding verwenden? Weiß nicht, Angelika, ob du Pudding kennst, wobei man ja, natürlich. Pudding auch mit einem Pudding-Medium verwendet. Ja, kenne ich schon, Also ich selber mache es nicht, aber ich habe das natürlich testen lassen. Mhm. Das Pudding funktioniert besser mit den Acrylfarben, also mit unseren Acrylfarben. Weil sie so hochpigmentiert sind, kann man sie auch gut verdünnen, also als Pudding anwenden. Ich habe eine Dame, die die Acrylic Color auch fürs Pudding verwendet. Jedoch nimmt sie nicht das Kreideweiß dazu, sondern das normale Acrylweiß, weil dieses Kreideweiß sich anscheinend nicht so verhält. Und es gibt, die Zellen werden anscheinend schöner mit der Acrylfarbe wie mit der Acrylic Color. Ich habe die Bilder zwar gesehen, mir gefallen sie sehr gut, aber ich muss da wirklich eingestehen, ich verstehe sehr wenig von Pudding, weil das nie meins war. Also da einfach, da bin ich auch froh, wenn da irgendjemand mal einen Test macht und mich da vielleicht vom Gegenteil überzeugt. Oder also wir sind auch... der Kundendienst wurde angesprochen, also wir sind wirklich froh, wenn wir Feedback bekommen, weil wir lernen nur mit den Künstlern. Wir haben die Farbe gemeinsam mit Künstlern entwickelt und wollen auch weiterhin, dass die Künstler da einen großen Anteil daran haben und mit uns das weiterentwickeln. Vielleicht gibt es irgendwelche Ideen oder jemand weiß, dass irgendwas funktioniert, was wir vielleicht noch nicht wissen. Also sind wir sehr dankbar für jedes Feedback. Dankeschön. Dann die nächste Frage, die hier kam, ist die bereits getrocknete Aquarellfarbe mit Wasser wieder einlösbar? Nein, wenn sie trocken ist, ist sie trocken. Okay. Genau. Gibt es kleinere Flaschen und das Starter-Set? Das hast du schon geschrieben. Ja. Starter-Set nochmal. Gibt es auch Metallic-Farben in Aquarellik? Nein, noch nicht. Aber haben wir viele Anfragen. Also wird vielleicht irgendwann mal kommen. Okay. Also steht auf der Liste. Mit was sichert man die Farbe oder muss man sie überhaupt sichern? Ja, ich glaube, das ist bei jedem Kunstwerk so, dass es gut ist, wenn man ein Schlussfirnis drauf macht. Also da nimmt man ein normales Schlussfirnis, was man für die Acrylfarbe verwendet. Wir haben auch ein Schlussfirnis bei uns im Sortiment und das gibt natürlich schon einen Schutzfilm fürs Bild und macht Sinn. Ist das Sinn. Auch UV-Schutz drin? Ja. Okay. Mhm. Genau. Ich glaube, in erster Linie... Aquarellic Color und Acrylfarbe, worin unterscheiden die sich beiden Farbmittel? Ja, genau. Die Acrylfarbe ist eben das Acrylbindemittel, so wie ihr sie kennt. Einfach... Es ist wirklich eine ganz tolle Künstlerqualität, hochpigmentiert. Auch die wird sehr, sehr viel, sehr gut angenommen von den Kunden, die Acrylfarbe. Und die Aquarellfarbe hat eben dieses neue Bindemittel, das Aquarellbindemittel. Es ist einfach eine andere Farbe. Es ist das gleiche, wie wenn ich Ölfarbe mit Aquarellfarbe vergleiche. Mhm. Muss man die Spachtelmaße nach dem Trocknen noch sichern, zum Beispiel mit RH14 oder? Nein. Man kann sie mit K9 sichern, wenn man diesen Glanz will. Oder ich glaube, du weißt, oder es weiß eh jeder, bei Spachtelmassen ist das halt auch so eine Sache. Es gibt Leute, die sich selber Spachtelmassen machen und dann sind sie zu trocken, dass man zu viel Füllstoff reinmischt und dass das dann vielleicht nicht hält. Mhm. Dass man das dann sichern muss, das ist klar. Aber wenn man die Spachtelmasse von uns alleine verwendet, die hält, also die muss man nicht sichern. Okay. Dann gibt es noch eine andere Frage, war ja klar von wem. Wird es auch eine Goldfarbe von Aquarelli geben? Ja, wir hatten zu Weihnachten, also hatten wir ihm ein Geschenk dabei. Da hat es eine 50 Milliliter Goldfarbe gegeben, die wir mitgeschickt haben. Also bei unseren Päckchen ist immer ein Geschenk auch drin. Das ist mal ein Maltuch, mal eine Handbürste oder eine Goldfarbe. Und
Die Goldfarbe, die wurde dann sehr nachgefragt. Also da haben viele gefragt, ob es die zum Kaufen gibt, aber haben wir jetzt nicht im Sortiment. Das war einfach so ein Special, eine Zugabe. Okay. Aber das kommt dann irgendwann, hoffe ich. Renata, keine Ahnung, was alles kommt. Wir haben so viele Ideen, wir sind so... Wir sind ein junges Team. Ich bin ja nicht mehr so jung wie mein Team. Aber die haben ganz, ganz viele Ideen und sprudeln vor Ideen. Das glaube ich. Das glaube ich. Ja, ja. Also, das glaube ich. Ja, super. Dann, falls man später Epoxidharz verwenden möchte, muss man die Farbe vorher sichern? Nein. Das musst du ja mit der Acrylfarbe auch nicht. Stimmt, ja. Oder? Genau das Gleiche, weil wenn sie trocken ist, ist sie trocken. Ja, also Epoxidharz reagiert auf irgendwelche Fettschichten oder Wasserschichten. Und wenn das Harz trocken ist und kein Wasser mehr drauf ist, dann wird es ja auch keine Abstoßungsreaktion geben. Nein. Natürlich, das Aquarellbild ja mit dem Finger irgendwo angefasst habe, dann habe ich ja irgendwelche Fettschicht drauf. Da muss man wahrscheinlich dann sichern, aber normalerweise dann eben nicht, wenn es sauber ist, oder? Nein, also es ist, wurde auch schon von verschiedenen Künstlern getestet. Also die Petra zum Beispiel, Novak in Römerstein, die wird das jetzt speziell testen. Ich habe mit Stefanie auf der Messe geredet. Sie hat gesagt, sie wird das auch testen und sie glaubt, dass das, also sie ist sich sicher eigentlich, dass das funktioniert. Aber wenn wir da dann ein Ergebnis dazu haben, dann werden wir das auch präsentieren und an euch weitergeben. Ja. Also es gibt nichts, was man nicht machen kann mit der Farbe. Ich habe hier noch eine Frage, die du vielleicht schon tausendmal gehört hast. Auch heute wurde sie schon eigentlich ein bisschen beantwortet. Sind eure Acrylfarben auch besonders, beziehungsweise unterscheiden die sich von anderen guten Acrylfarben? Ja, sie sind besonders, weil ich finde sie von der Konsistenz her optimal. Sie hat auch so eine cremige Konsistenz. Ich selber kann mit so pastösen Farben nicht arbeiten. Also man kann es jetzt nicht vergleichen mit der Amsterdam-Farbe. Es gibt Leute, die lieben die haben schöne Farbtöne, also will aber keine Farbe irgendwas sagen. Sie ist einfach sämig in der Konsistenz und sie ist wirklich höchst pigmentiert. Also auch hier merkt man, und ich weiß es und auch meine Teilnehmer sagen es, dass sie einfach sehr, sehr, man kann sie sehr sparsam anwenden. Also auch wenn man sie mit Wasser verdünnt, bleibt die Farbe erhalten. Das hat wunderschöne oder viele Pigmentanteile einfach. Genau, einen hohen Pigmentanteil und wir verkaufen die Acrylfarbe genauso gut wie die Aquarellfarbe. Also das ist einfach je nachdem, was jeder möchte und einfach kombinieren. Wir haben auch viele Farbtöne, die wir von beiden Kategorien haben und man kann eine Acrylfarbe und eine Acrylfarbe miteinander Schicht für Schicht anlegen oder mischen. Das einfach ausprobieren. Ich habe eine gute Freundin, die malt viel mit Pigmenten oder hat bis dato nur mit Pigmenten gemalt, hat sich ihre Farben selber angerührt und verwendet jetzt unsere Acrylfarben. Und sie hat gesagt, das ist die einzige Farbe, die sie jetzt überzeugt. Und wir bekommen auch immer wieder das Lob, man kann die Farben mischen, wie man will, die Farbe wird nie schmutzig. Das ist auch oft so ein Thema bei manchen Acrylfarben, dass man dann so einen Einheitsbrei auf dem Bild hat. Also es gibt wunderschöne Mischtöne. Okay. Also hast du bei der Acrylfarbe auch so diese besondere Primärfarben, die man, also so wie das Cyan oder Primärgelb, oder Magenta, ja. Magenta, oder sind das jetzt einfach nur Rot? Nein. Also die kommen jetzt bald möglichst. Also wir haben sie schon, aber wir werden die separat auch anführen und auszeichnen, dass ihr einfach wisst, dass... Ja, jetzt bist du weg. Okay. Und das wird es auch bei den Aquarellfarben dann geben. Okay, das ist eine sehr, sehr gute Idee, weil
Ich mache das tatsächlich mittlerweile so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Kurs in Wien mache oder jetzt auch bei Bösener, früher habe ich dann die ganze Koffer mit Farben geschleppt. Heute nehme ich mir einfach die guten Acrylfarben, also Primärfarben plus Schwarz-Weiß, und dann kann ich alle Farbtöne im Prinzip selber mischen. Mhm. Okay, das waren jetzt die Fragen, die im Chat waren. Gibt es noch andere Fragen? Ansonsten haben wir doch fast alles durch, oder? Also ich kann es ja sagen, die Angelika oder beziehungsweise ich habe mit der Julia verhandelt. Das ist die Julia aus dem Team von Angelika. Aber natürlich wusste die Angelika als Inhaberin selbstverständlich darüber Bescheid. Und ich habe jetzt mal für unsere Online-Seminar 10% an allen Aquarellikfarben ausgehandelt. Da gibt es einen Gutscheincode, der ist, glaube ich, schon bei euch im Shop hinterlegt. Und derjenige, der sich anmeldet, der kriegt natürlich mit der Bestätigung E-Mail den Gutscheincode auch zugeschickt. Und dann kann die Farben selbstverständlich dann auch günstiger einkaufen. Ansonsten natürlich für diejenigen, die jetzt nicht zu dem Kurs sich angemeldet haben oder sich anmelden möchten, für die gibt es diese Farben auch ein bisschen günstiger. Dann gibt es auch einen Gutscheincode, aber das ist nur wirklich der Inner Circle von mir hier. Da werde ich ja auch noch explizit darüber informieren. Am besten in unserer Facebook-Gruppe beziehungsweise in unserer WhatsApp-Gruppe. Und dieser Gutscheincode gibt es ja wirklich nur für euch. Als ja, Dankeschön für euer Dasein, oder? Danke, ja. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, also ihr könnt uns gerne direkt kontaktieren. Also wirklich nicht scheuen, schreibt ein E-Mail oder ruft an. Ja, wir sind immer erreichbar. Irgendjemand ist immer erreichbar. Sehr gut. Einfach ja, nachfragen. Dann habe ich noch die Evelyn, die hebt noch die Hand, die wollte wahrscheinlich noch was fragen. Ja, das ist scheinbar im Chat untergegangen. Ich wollte fragen, ich gehe davon aus, nachdem diese Farbe mit allen kombinierbar ist, gibt es auch mit Bitumen dann keine Abstoßreaktion. Also für sowas ist es nicht geil, wenn ich das. Ja, okay. Ja, da hinten ist Bitumen oben. Genau. Wir haben mit Bitumen auch gearbeitet. Ja, ja. Ist auch wunderschön. Wenn es mit allen Komponenten kombinierbar ist, dann kann es auch mit Bitumen keine Abstoßreaktion. Okay. Das funktioniert. Was wunderschön ist, Bitumen darunter arbeiten. Also ich arbeite da vorwiegend mit Dachlack, Bitumen-Dachlack. Und trocknen lassen und dann das Kreideweiß darüber. Das gibt super schöne Effekte. Das bringt man mit keinem anderen Weiß her. Also nicht mal mit der Acrylfarbe. Das kann das ich wirklich ein Tipp. Das ist Dankeschön. Wahnsinnig. Also Wolkenstimmungen, das ist, ja, ich komme gar nicht raus aus dem Schwärmen. Es sind da jetzt heute da im Raum schon so viele tolle Werke entstanden. Also, und dann, wir haben nur mit Aquarellikfarben gearbeitet. Ja, also das mit den Bitumen kann ich bestätigen. Ich habe nämlich heute in einem Kurs auch tatsächlich die Angelika, das wusstest du gar nicht. Ich darf das ja auch normalerweise gar nicht, wenn ich bei Bösener bin, aber ich habe es halt die Kreidefarbe mitgenommen und wir haben heute auch mit dem Dachlack gearbeitet, beziehungsweise mit dem Spraybitumen, da war es draußen auch relativ schön warm und dann haben wir halt diese Spraybitumen draufgesprüht, was normalerweise sehr, sehr stinkend ist, und wir haben es aber dann gemacht und dann haben wir die Kreidefarbe drauf gemacht und die waren alle so, oh! Das ist so richtig cool. Und das kann ich nur bestätigen. Sehr schöne. Oder umgekehrt, das ist auch schön. Eine weiße Schüttung und dann der Bitumenspray drauf. Ja, das glaube ich auch. Wobei bei dem Bitumenspray bitte nur draußen, weil... Nur draußen, ja, genau. Die luftete Ecke, ne? Genau. Gibt wunderschöne Risse. Die Andrea hat noch eine Frage. Aber eher zu deinem Seminar, was du angekündigt hast, wird das wieder so ablaufen wie das jetzt mit den Pigmenten, so viermal online und dann deine Videos? Ja. Okay. Also wir haben es ja auf jeden Fall, also ich habe jetzt, wie gesagt, drei Bilder schon gemacht.
drei kleine Serien. Und jetzt Angelika hat mich heute auf diese wunderbare Idee gebracht mit dem Steinpapier. Habe ich nämlich auch im Atelier. Das werde ich gleich mal morgen ausprobieren. Die Mücke, die ist hier mal extra, um mir zu helfen. Also Mücke, morgen Steinpapier, Atelier. Morgen Steinpapier, ja. Und ich habe ja also bis jetzt tatsächlich auf Holz damit gearbeitet, auch mit der Struktur auf Holz. Dann habe ich auf eine rohe Leinwand gearbeitet, also diese kleine, rohe, nicht grundierte Leinwände in diesem Naturleinen. Dann habe ich auf dem schwarzen Karton gearbeitet und auf dem weißen Karton gearbeitet. Und morgen geht es dann auf Papier. Da bin ich auch gespannt. Darf ich mal fragen, warum du jetzt kleine Formate nimmst? Einfach, weil du es ausprobiert hast? Oder war das jetzt einfach nur eine Idee, mal was anderes zu machen? Das war jetzt mal so eine Idee, mal was anderes zu machen. Aber das ist natürlich, letztendlich geht es ja mir auch mal, weil ich so eine wunderbare Palette von Angelika an den Aquarellfarben bekommen habe. Und es ging mir auch darum, mal so viel wie möglich auszuprobieren, eben mit den Farben, vor allem auch auf den verschiedenen Untergründen und auch mit Mischungen von verschiedenen Sachen. Deswegen habe ich mich entschieden, jetzt die kleinere Formate zu nehmen, weil ich da dann einfach viel mehr ausprobieren kann. Und ob ihr jetzt nachher sagt, nee, ich möchte jetzt aus den jetzt drei, jetzt werden bis Ende des Seminars wahrscheinlich noch mehrere Serien, die ich mache, ob ihr jetzt sagt, nee, ich nehme jetzt mal dieses große schwarze Leinwand oder ich nehme große Naturleinwand und arbeite auf große Naturleinwand, das ist ja vollkommen euch überlassen. Aber für mich stand es im Vordergrund die Idee auch, die Heidi hatte mit den vielen Untergründen tatsächlich. Und ich wollte ja hier auch die vielen Untergründe und viele Zusatzmittel sozusagen benutzen, um die Aquarellfarben auszuprobieren. Also so, sozusagen auf Herz und Nieren die Aquarellfarben zu testen. Okay, danke. Ich werde euch jetzt hier im Chat den Link zum Seminar schicken. Ihr habt aber dann nach unserem Live-Call kriegt ihr dann noch eine E-Mail über mein Newsletter und da ist ja auch der Link und die Beschreibung und natürlich auch alles, was sonst dazu gehört. Die Biene hat noch eine Frage. Ich habe noch eine Frage, ganz genau. Kann ich denn die Farben und das Kreideweiß uneingeschränkt auch auf Holz benutzen? Also sagen wir mal, ich habe ein Stück Holz. Mhm. Ich meine, jetzt keine Leinwand. Dieser Holz ist nicht probiert. Ein Gesseboard oder ein Holz? Oder? Ja, ich meine jetzt so zum Beispiel, keine Ahnung, ein Stück von einer Palette. Also Palette, Holzpalette. Oder ein Stück, keine Ahnung, Holz eben. Du hast, glaube ich, auch die Frage mal irgendwie geschrieben. Das fällt mir gerade ein. Das wäre vielleicht auch in dem Zusammenhang ganz gut, was die Angelika dazu sagt, ob man das auf Holz im Sinne Gessoboard, aber auf Holz im Sinne Möbel benutzen kann. Genau. Genau. Ja, funktioniert. Wenn ich ein Möbel damit bemale, dann schleife ich es an. Also wichtig ist, dass der Lack einfach runterkommt. Dass dann auch ein bisschen wird auch schöner, dass es saugende Wirkung hat. Aber ich verwende es selber auch auf Holz, ja. Mhm. Ich habe so Holzwürfel oder schon auf allem probiert. Das funktioniert. Dankeschön. Gerne. Dankeschön. Also ich habe auch, wie gesagt, auf Gessoboards gearbeitet und auf den Gessoboards habe ich zuerst mal die Strukturmaße von Angelika aufgetragen und dann ganz leicht lasierend, beziehungsweise eigentlich ganz normal aus der Flasche die Aquarellfarbe genommen und teilweise so pur Aquarellfarbe und teilweise ein bisschen mit Wasser verspritzt. Es funktioniert wunderbar, dass die Farbe, die zerläuft so, wie nenne ich das mal, so neblig im Sinne, die bildet keine so Kante, so da ist jetzt Kante, sondern die verläuft so sanft einfach weiter. Und das ist, glaube ich, auch das Schöne, wenn man mit Strukturen arbeitet, weil dann will man nicht diese harte Kante haben, sondern man will, dass es so leicht verläuft. Ja, und sollte mal eine Kante sein, im nassen Zustand kann man die anspritzen und dann kann man es noch vernebeln. Gibt also wirklich schöne Effekte. Ja. Wir sagen immer, die Farbe rennt dem Wasser hinterher.
Das ist auch eine sehr schöne Aussage, genau. Okay. Dann, wenn keine weiteren Fragen da sind. Wir waren zwischendurch übrigens 47 Personen, jetzt sind wir bei 42, einige haben sich schon verabschiedet. Vielen lieben Dank für den Freitagabend mit uns. Angelika, vielen lieben Dank. Angelika, vielen lieben Dank. Dankeschön euch allen. Dankeschön. Dankeschön. Und wie gesagt, ihr kriegt die Infos zum Seminar im Nachgang oder im Chat oder wie auch immer. Oder ansonsten die Rabatte von Angelika dann in unserem Inner Circle Gruppe, weil das darf nicht nach draußen. Alles klar? Ja, und ich möchte zum Abschluss bitte nochmals nahelegen. Meldet euch, gebt uns bitte euer Feedback. Wenn ihr auf Instagram, Social Media irgendwas postet und Aquarellik markiert, wir teilen das, wir zeigen das. Genau. Und ja, ich glaube, es ist uns ganz wichtig, dass wir im Austausch mit den Künstlern bleiben. Das egal, ist, glaube ich, eine der ersten oder eine der wenigen, also vielleicht nicht die erste, das kann ich jetzt nicht aussagen, aber eine der wenigen Farben, die wirklich von Künstlern für Künstler entwickelt sind, oder? Genau. Sehr genau. Schön. Super. Angelika, vielen Dank. Schöne Grüße nach Wien. Danke euch allen. Und danke Bianca, mal gleich, wenn ich im Mai komme. Du weißt ja, meine Kaiserschnitte bitte. Nein, die Kardinalschnitte. Kardinalschnitte. Genau. Und dann kannst du die Aquarellikfarben gleich auch verwenden in Wien. Ja, sehr gleich gerne. Auf die Materialliste setzen, Renata. Mache ich gerne. Also, alles Gute für euch und Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja. Renate? Ja? Unabhängig jetzt von der Angelika, wie schaut es aus mit Überlingen und der Ausstellung? Das ist ein anderes Thema. Dauert es noch? Ich werde es verkünden, beziehungsweise in der Gruppe auf jeden Fall auch machen. Ungefähr wann? Wenn dann Ende Sommer. Oh. Eher so um August herum. Okay, gut, damit ist mir schon geholfen. Tschüss. Tschüss. Ciao. Renate, wir sehen uns bald. Ja, bis bald. Ciao. Wir sehen uns bald. Ja. 3 Monate noch. Der rechnet schon die Tage. Ja. Ciao. Ja. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.